Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Nicht heute, nicht morgen, sondern gestern und vor zwei Wochen auch später. Noch überhaupt. So, fragen wir mal alle durch wieder. Jetzt kommt es. Wer hat was gesehen? Wer weiß was? Und, so, Sarah. Hallo? Hey, Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. So. Ich brauche Infos über die Anlage. Ab zu Grimm. Gucken, vielleicht kann man ja am Flugzeug Sam, noch was ändern. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Lässt du die Analysten Überstunden machen? Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist es ein Volltreffer? Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. Und 84.000. Wollen wir mal gucken. Ladebucht. Passe deine Ausrüstung im Einsatz an, außer in Perfektionist. Schalte 7 Schwarzmarktwaffen zum Erwerb frei, Gefängniszelle. So, und den Rest nehmen wir für Upgrades für Waffen. Dann wollen wir das Paladin-Hauptquartier-Upgrade mal durchführen. Wir haben noch 46.000, ich glaube, das müsste reichen für ein paar Waffen-Upgrades. So, und da sind wir auch schon wieder. Hey. Schicke Ihnen die Daten. Was sagt denn der gute Briggs? Briggs, ich habe nach dir gesucht. War im Kraftraum. Schon wieder? Normalerweise trainieren mich die Einsätze, aber ich war auf keinem. Das war nicht gerade subtil. Nein, ich mag's direkt. Du wirst schon noch früh genug eingesetzt. Das wär's erstmal. Klar. Halt mich auf dem Laufenden. Stimmt, die nehmen wir ja so gut wie gar nicht wirklich mit, ne? Das ist schon kacke. Aber gut, hey Sam. Man muss halt Opfer bringen. Was hat Charlie für mich? Charlie, gute Idee, das mit dem Trikopter. Dann hast du ihn bestimmt aus Dankbarkeit gesprengt. Dafür ist er doch gebaut worden. Ich weiß, aber ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Zu einer Drohne?
bist irgendwie anders, Charlie. Das meinst du bestimmt positiv. Ausrüstung anpassen. So, dann wollen wir mal was kaufen. Wir haben ja 7 Schwarzmarktwaffen freigeschaltet. Haft-MP. Die Blendgranate, die wäre eigentlich nicht schlecht. Die holen wir uns jetzt direkt mal. So, Brille. Haben wir einen, okay. Ops-Anzug. Auf der Xbox habe ich eigentlich noch den Upper Echolon Anzug komplett, aber den kann ich ja hier nicht nehmen. War ja auf dem PC, für PC gab es diesen Code ja noch nicht da. Melde dich bei Uplay an und löse Units ein, um diese Belohnung freizuschalten. Ich glaube, das muss ich mal machen. Obwohl, dieses Blau sieht auch schon gut aus. 130.000 zum nächsten. Boah. Sieben Schwarzmarktwaffen? Achso, Moment. 135.000. Kann ich denn da noch was ändern? Den habe ich schon alles gekauft. Honey Badger. Achso, okay. Obwohl, so ein Sturmgewehr wäre auch nicht schlecht. Was habe ich denn im Moment? Maschinenpistolen. Stimmt, die nächste, die ich mir hole, ist die Farmers Sturmgewehr. 78.000. Flinte brauche ich ja nicht. Gibt es die Farmers denn hier? Nein, die gibt es natürlich nicht hier. Alles nur so klein. Oh, eine AK-47. Ja, Spezialwaffe, Betäubungswaffe. Ich brauche endlich mal die Armbrust, aber da müssen wir hinterher noch etwas mehr Geld verdienen, bevor wir es kriegen. So, Ausrüstung ist eigentlich so fertig. Gute Arbeit, Charlie. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Zeug, das du in die Luft jagen kannst. Mach das, Charlie. So. Wir begeben uns in die nächste Mission. Aktivitäten? Bei der Polizei ist es ruhig. Auf ins nächste Geschehen. Okay, was gibt's denn noch alles hier? Das sind die Missionen, das sind die Vierspieler-Missionen, das sind alle Missionen. Ab nach London, ins UK, United Kingdom. Verlassene Mühle, auf geht's. Die Zielperson, Reza Nouri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nouri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nouri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Das ist doch mal ein Punkt, den man sich setzt. Erschießen bei Zielsichtigung.
Schleiche in eine Ingenieurzelle und finde heraus, was Sadiq als nächstes plant. Das Update von Vikos, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Was machen wir wohl? Wir lösen diese Schläferzelle auf und vernichten alle, die sich dieser Schläferzelle annähern. Also alle Engineers. Let's go, Mission Start. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Tricopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Verlassene Mühle. London, United Kingdom. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da so sehen. Auf was wir treffen. Ob wir Sadiq treffen und ihn eine Kugel verpassen. Oder ob er uns wieder entkommt. Bravo. Das Gewitter ist sehr gut in Szene gesetzt. Oh nein, da hinten steht schon wieder ein Hund. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Nur gucken, dass uns der Scharfschütze jetzt nicht sieht. Checking in at the office. Over. Ah, der ist weg. Das ist gut. Beziehungsweise... Kommt der jetzt? Ist der noch da? All clear here. Er ist noch da. Ist da unten noch einer? Nein, nicht mehr. So. Walten wir uns des Amtes und gehen einfach mal und klettern einfach mal nach oben.
Jetzt habe ich was gesehen. Einfach mal hochklettern. So. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ob. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Hätte mal knapper gehen's jetzt aber auch nicht, ne? Ich erspare mir den Satz mit dem LKW und dem Transport. Ein LKW kommt raus. Vielleicht transportieren die irgendwas. Ist normal, ne? Wenn ein LKW kommt und von solchen Leuten, dass sie auch was transportieren. Aber gut. Mr. Obvious ist wieder am Start. So, der Sniper hat mal gesniped. Und tschüss. Danke. So. Typisches Wetter übrigens für London. Es regnet. Depressive Stimmung. Macht einen so bekloppt, dass man Kopfschmerzen bekommt. Hallo? Hell of a night to be out here, isn't it? What? You get a little wet, you think you're gonna melt? It's slippery up here, mate. A little wind, I'm taking flying lessons. I'll make sure Sadiq sends flies to your family. Nicht wundern, es ist die deutsche Version. Die sprechen auf Xbox auch Englisch. Who's gonna come over the rooftops on a night like this? Was die Sache ein bisschen realistischer macht, aber wie gesagt, er spricht nicht unbedingt, das kann ich nicht. Jetzt will ich den nicht unbedingt erschießen. Jetzt öffnen wir noch weiter! Wäre leichter gewesen, wenn ich den jetzt erschossen hätte, aber vielleicht kriegt man... Oh, Moment, da ist... Da ist einer. We're all clear. Jetzt nach hoch. Nee, ich geh mal hier hoch. Das ist sicherer. Ist keiner mehr. Der hat uns noch nicht gesehen. Bleibt da, bleibt da, bleibt da. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß, meine Zeit ist abgelaufen, nur ich bin gerade im Moment sehr... So, jetzt sind wir im Lagerbereich.
und Lies lügen. Wieso lügen? Verbreiten die Lügen oder was? Oh Scheiße, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durch irgendwelche Glasscherben renne, weil die verraten mich natürlich. Runter, Seil runterrutschen? Ja klar, wir wollen ja runter. Das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer Ausdauermannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. So, die Daten werden geladen. Das ist unser Checkpoint für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich ja während des Spielens meine Ausrüstung ändern. Okay, bevor wir weitergehen, hören wir uns demnächst. Heute ist Freitag. Sonntag kommen dann die nächsten zwei Folgen. Bis dahin. Ein schönes Wochenende und Cheerio!